Was gestern im mit Abstand größten Finanzsystem der Welt passiert ist, wird inzwischen als Cash Crunch bezeichnet, also als totaler Zusammenbruch der Liquidität, und zeigte, wie viele kommentieren, dass die Fed die Kontrolle verloren hat. Und das könnte wiederum dazu führen, dass die Fed dieses Ereignis mit einfließen lässt in ihre heutige Fed-Zinsentscheidung. Und damit allerherzlichste Willkommen, meine Damen und Herren, zu dem, was heute zu erwarten ist. Natürlich die Zinsentscheidung und die Pressekonferenz von Jerome Powell, das absolute Highlight. Aber schauen wir uns mal ein paar Hintergründe an, was da eigentlich abgelaufen ist. Wir haben gestern gesehen, dass die sogenannte Repo Rate, also die Refinanzierungsrate, zu der sich zum Beispiel Banken kurzfristig refinanzieren, über 10% gestiegen ist. Das muss man sich mal vorstellen. Was bringt da eine Zinssenkung von 0,25%, wenn solche Ereignisse passieren und dann plötzlich eine Bank 10% bezahlen muss, wenn sie sich Dollars versucht zu besorgen? Und hier sagte zum Beispiel Zero Hedge, gestern haben wir gelernt, dass eine 53 Milliarden Liquidity Shortfall, also praktisch ein Liquiditätsmangel von 53 Milliarden Dollar in der weltgrößten Wirtschaft, die Zinsen so massiv nach oben bringen kann. Das ist absolut ungewöhnlich, absolut seltsam. Die Fed hat dann agiert, die New York Fed, das zeigt einmal mehr übrigens auch die herausgehobene Stellung der New Yorker Fed in diesem Governor-System des Federal Reserve Systems. Wir sehen hier, dass dann die Notenbank aus New York 53 Milliarden Dollar in den Markt gepumpt hat. Dann gingen die Repo Rates wieder runter in Richtung 2,5%. Aber dann gingen sie trotzdem wieder rauf auf über 4%. Das ist unwahrscheinlich merkwürdig. Heute dürfte die New Yorker Fed nochmal eine solche Repo Aktionen durchführen, und das ist das erste Mal seit der Finanzkrise, dass das passiert. Das ist wirklich außergewöhnlich, das ist schon etwas seltsam und zeigt, dass da irgendwie Sand im Getriebe ist. Keiner weiß eigentlich noch genau, wo der Sand ist und was das Getriebe hier so lahmgelegt hat. Normalerweise sind Liquiditätsengpässe eher so am Ende des Quartals zu erwarten, aber am Montag, da müssen viele Institutionen ihre Steuern bezahlen, und das hat möglicherweise dazu geführt, neben diesem massiven Anleihevolumen, was jetzt auf den Markt gekommen ist und viel Liquidität abgesaugt hat, dass hier die Dinge so schwierig wurden. Jetzt sagen viele, wie Jeff Gundlach zum Beispiel, der Fed wird gar nichts anderes übrig bleiben, als Quantitative Easing zu betreiben, um solche Liquiditätsengpässe in Zukunft zu vermeiden. Das ist also jetzt der Hintergrund. Wahrscheinlich wird Jerome Powell dazu gefragt werden. Was aber wird der gute Mann heute tun, heute sagen, heute bringen? Hier sehen wir einen Bericht von CNBC. Die Kritiker innerhalb der Fed und außerhalb der Fed, außerhalb, da kennen wir ja einen, der sagt, ihr müsstet eigentlich die Zinsen auf Null senken. Aber auch innerhalb der Fed gibt es Kritiker. Paul hat ja zuletzt oder das letzte Mal bei der letzten Sitzung diesen massiven Fehler gemacht, indem er von einem sogenannten Mid-Cycle-Adjustment sprach, also einem Mittelzyklus-Anpassung, damit sozusagen den Märkten die eingepreiste Hoffnung und Erwartung zerstört hatte, dass letztendlich wir am Beginn eines Zinssenkungszyklus sind. Und jetzt erwartet man heute eigentlich fest, ja, es wird schon eine Zinssenkung geben. Nicht, weil etwa die Wirtschaft in den USA das rechtfertigen würde. Hier ein Kommentar zum Beispiel. Es gibt kaum weniger Gründe für eine Zinssenkung. Wir haben die Inflation deutlich ansteigen gesehen. Gestern oder in den letzten Tagen ja waren Daten zur Inflation, Core CPI, seit auf dem höchsten, also die Verbraucherpreise, Kernrate auf dem höchsten Stand seit der Rezession, also als die Rezession geendet hat, die Einzelhandelsumsätze in den USA stark. Wir haben gestern die Industrieproduktion deutlich besser gesehen. Das war vor allem, die Industrieproduktion war eines der zentralen Argumente für die Fed, letztes Mal die Zinsen zu senken. Sie wird es jetzt wahrscheinlich trotzdem tun. A, weil es die Märkte erwarten. B, weil andere Notenbanken eben in diesem Senkungszyklus ist schon längst eingetreten sind, aber eigentlich geben die Daten es nicht her, aber die Fed wird gar nicht anders können, als das zu tun, um sich diesem Druck so ein bisschen zu entledigen. Jetzt ist die Frage, was steht dann in den Dotplots? Das sind so diese komischen Tabellen, die aussehen wie Blindenschrift, wo praktisch jeder einzelne stimmberechtigtes Mitglied seine Erwartungen gibt, wie die Zinssätze jetzt dann in nächster Zeit sein werden, und erwartet wird durchschnittlich, dass da noch eine Zinssenkung kommt, wahrscheinlich dann im Dezember. Da wären wir dann also, wenn es so passiert, bei 1,5
bis 1,75%, wenn jetzt also noch zwei Zinssenkungen passieren, inklusive heute und dann eben im Dezember. Was haben wir noch? Wir haben jetzt folgende Situation hier mit dem Iran. Da zeichnet sich ab, dass die Saudis heute eine Pressekonferenz geben werden nochmal. Gestern haben sie ja schon schlankweg behauptet, ja, das meiste ist schon wieder hergestellt. Da sagen viele, die sich mit der Ölmaterie ein bisschen auskennen, unmöglich, das kann gar nicht sein. Die bluffen ein bisschen. Es hat geholfen, man hat den massiven Anstieg des Ölpreises erstmal stoppen können, unterbrechen können. Jetzt gibt es eine Pressekonferenz, heute Nachmittag wohl, der Saudis, in der sie wahrscheinlich den Iran dann vollgültig beschuldigen und sagen, wir wissen jetzt, was passiert ist. Und dann ist die Frage, was passiert danach, wenn die Schuldfrage aus Sicht der Saudis und der Amis geklärt ist, die ist eigentlich schon im Vorhinein geklärt, hat man das Gefühl, aber wenn sie dann offiziell erklärt ist, was kommen dann für Aktionen? Wir haben heute Termine, Verbraucherpreise 11 Uhr aus der Eurozone, sind alte Daten aus dem August. Wir haben die ölpreisrelevanten Lagerbestände und wir haben natürlich dann 20 Uhr die FED-Entscheidung. 19:55 mache ich das Webinar, wo ich das live kommentiere. Wir schauen uns Charts an, wir gucken uns die Dotplots an, wir gucken uns das Statement der FED an, was bedeutet das, etc., etc., geht bis 2025, ab 2030 dann die Pressekonferenz von Jerome Powell bei Finanzmarktwelt, nicht mehr im Live-Webinar, das nur am Rande. Schauen wir uns die Dinge an, was jetzt passieren wird, wenn ich nichts vergessen habe. Ich glaube, alles ist vollständig, was wir hier sehen, sollten eigentlich die Charts sein. Wir haben jetzt relativ wenige Bewegung an den Märkten. Wir sind gestern nochmal nach oben gelaufen, vielleicht noch hier ein wichtiger Chart. Wir haben ja jetzt zuletzt gesehen, dass die Renditen für Staatsanleihen gefallen sind. Das war der ganz, ganz große Trend. Dann gab es diese massive Gegenbewegung, weil eben die allermeisten Long in diesen Staatsanleihen sind, mithin also auf fallende Renditen spekulieren. Jetzt hat die Bank of America gesagt, das ist der wichtigste Chart der Welt. Das ist hier diese 1,5% Grenze der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Die darf nicht unterschritten werden, aber sie ist eben nicht unterschritten. Möglicherweise werden wir also wieder einen Anstieg der Renditen sehen, vielleicht wegen der FED heute. Das ist die große Frage. Denn es kann sein, dass die Notenbank vielleicht weniger dovish ist, als die Märkte erwarten. Das zumindest waren ja so ein bisschen die Aussagen von vielen aus der FED. Einige wie Ballard wollen einen 0,5er-Schritt, andere sagen, wie zum Beispiel Kansas-Chefin oder die Chefin der Kansas-Fed, die sagt, gar keinen Zinsschritt. Wir hatten auch Rosengreen von der Boston-Fed, der auch gesagt hat, nein, das wird auch heute wichtig. Wie viele werden Dissenter sein, wenn es diese Zinssenkung gibt? Wie viele werden also sagen, nein, bin ich nicht mit einverstanden? Möglicherweise wird einer auch sagen, ja, ich wollte einen größeren Schritt, nämlich Ballard. Also da ist durchaus innerhalb und außerhalb der FED Spannung gegeben. Wir sehen, dass die Märkte weitgehend unverändert sind. Der S&P an der 3000er Marke. Gestern ging es nochmal zum Handelsschluss in dünner Liquidität ein bisschen nach oben. Das passiert meistens so kurz vor der FED-Sitzung. Aber Paul hat einen schlechten Track Record. Er hat meistens mit seiner Pressekonferenz dann vor allem die Märkte nach unten gebracht. Ob das heute auch wieder passiert, werden wir sehen. Ich lade Sie herzlich ein zum Live-Webinar jedenfalls und werde den Link wieder unter das Video packen. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao.